Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Immobilien-Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg nach Bielefeld, schaue mir da eine Eigentumswohnung an. 80er-Jahre-Bau, zweigeschossiges Zweifamilienhaus, Klinkerbau, nicht besonders schön, in Baumheide, also der Bielefelder Osten. 66 Quadratmeter groß, zwei Zimmer. Das ist die Wohnung. Komm hier rein, Flur. Neu gestrichen, hell die Wohnung. Hier ist das Badezimmer. Hier das kleine Zimmer zur Straße. Schlafzimmer. Boden ist neu gemacht, ist eine Fußbodenheizung drin, Elektro, Wände sind neu gestrichen, wie gesagt, alles schön hell. Badezimmer, ja, 80er Jahre, hier die Palme, der Klassiker, aber okay, funktioniert, keine Fliesen gesprungen, nichts. Nicht schön, aber funktional. Hier das Wohnzimmer mit Balkon, das ist wirklich richtig cool. Auch da Boden neu gemacht, neu gefliest. Fußbodenheizung, Terrasse, Südwestausrichtung. Hier müsste man halt die Boden neu fliesen. Stellplatz ist auch dabei. Das ist eine Müllhalde, aber okay. Ruhige Lage, Wald in der Nähe. Okay, gucken wir uns noch die Küche an. Küche musste man halt neue Fliesen machen, mal durchstreichen, Küche einbauen. Okay. So, jetzt gehen wir durch den Flur hier nach unten. Hier ist eine Zahnarztpraxis, rechts, links. Die Briefkastenanlage sieht auch gut aus. Aus dem Auto raus noch ein bisschen die Gegend hier filmen. Also, ja. Mehrfamilienhäuser, 3 bis 4 Familienhäuser, so sieht das hier aus. Ruhige Wohngegend, viel Grün. So, wir haben in Baumheide hier Schüco, Fensterhersteller, großer Arbeitgeber. Uni ist natürlich schon ein Stück im Westend, also die Uni Bielefeld liegt ja in West Bielefeld. Wir sind ja im Osten, also das ist schon ein Meter, wobei man hier natürlich auch eine gute Anbindung hat mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ob das jetzt eine Studentenbude sein könnte, muss man sich mal ein paar Gedanken machen über die Zielgruppe. Die Maklerin meinte, das Wohngebiet ist gemischt. Alte Leute, junge Leute, Familien, Singles. Wobei das natürlich die klassische Single-Wohnung ist mit zwei Zimmern. Ich fahre jetzt mal in die Innenstadt, um mal zu gucken, wie weit ich hier fahren muss, also wie weit die Wohnung außerhalb jetzt liegt, tatsächlich vom Stadtzentrum. Bielefeld spielt sich ja das Leben, das Nachtleben, Studentenleben dann doch eher in der Innenstadt und Richtung Westen ab. Das ist mit der Maklerin so verblieben, ich melde mich am Montag, also Finanzierungsbestätigung habe ich, das ist kein Problem, die kriege ich eigentlich mal relativ fix von meiner Sparkasse. Ich muss einfach mal ein bisschen rechnen. Ja, zur genauen Renditeberechnung und Kaufpreisfindung habe ich hier ein Fenster auf, wo ich jetzt mal 3 Seiten offen habe, 3 Tools offen habe, die ich benutze, um jetzt einmal die Wohnlage einschätzen zu können, Quadratmeterpreise, Kaufpreise, Mietpreise und auch im Vergleich zu Bielefeld generell und zur Makrolage und Mikrolage in Baumheide selbst. Das erste Tool, was ich hier jetzt immer aufmache, ist Homeday. Homeday.de ist ein super Tool, wo man ganz prima eine erste Benchmark bekommen kann, was man denn erstens für eine Miete erzielen kann oder was für eine Vergleichsmiete ist und auch was für einen Kaufpreis angemessen ist. Homeday greift dazu auf Daten zurück vorheriger Verkäufe. Ich habe hier mal Bielefeld, Baumheide, den Jungenbrunnenweg 32 hier schon aufgemacht, kann man hier oben in der Zeile eingeben einfach die Adresse und dann greift Homeday hier sozusagen auf die Google-Karte zurück
und du hast hier den Überblick über den Kiez. Hier sieht man den blauen Punkt, da befindet sich die Wohnung, der Jungenbrunnenweg. Hier, ich zoome mal ein bisschen raus. Wir sind hier also in Baumheide. Das ist Bielefeld City-Lage hier. Dann haben wir hier die Stadtteile Schildische, drumrum Hepen, hier Kirchdornberg, da ist die Uni, das ist Unilage hier hinten. Und ja, dieses Tool ist für mich immer die erste, der erste Blick geht hier immer drauf, um einzuschätzen, okay, wo befindet sich die Wohnung überhaupt, wie ist die Wohnlage, wie ist auch die, ja, die Qualität der Wohnlage anzusehen. Wir sehen hier, die Farbe ist gelb, ne? Man kann hier ja, Quartiere einzeichnen in diesem Tool. Und hier oben ist dann erklärt, inwieweit die Wohnlage einzuschätzen ist. Also wir sehen schon hier, die Wohnlage hier in diesem Quartier ist hellgelb. Also es ist eine einfache Wohnlage, ist kein gehobenes Wohnen. Baumheide ist also jetzt nicht Bielefeld City. Wenn wir jetzt mal rauszoomen und mal einen Vergleich anschauen, ich gehe mal hier ein Stückchen weiter in den Westen. Hier ist Uninähe, das ist also hier das Stadtzentrum Bielefeld Mitte. Hier haben wir den Bereich um die Universität und da sehen wir schon, hier sind herausragende Wohnlagen anhand der Farbe zu erkennen. In der City selbst sind auch eine gute Wohnlagen. Klar, hier gibt es auch einzelne Flecke mit herausragenden Wohnlagen. Aber generell ist der Bielefelder Westen eigentlich ja, der Standort, wo alle hinwollen, wo alle investieren wollen. Ja, ich habe mich jetzt für Baumheide mal entschieden, für eine Wohnung, mir eine anzugucken, weil ich Bielefeld ganz gut kenne, in Bielefeld mal studiert habe und ja, denke, Baumheide könnte Zukunft haben, einfach weil hier ein großer Arbeitgeber in der Nähe ist. Schüco zum Beispiel, Schüco Fenster ist hier in der Nähe, Seidensticker, also Bielefeld hat auch einige große Arbeitgeber. Was die Lage, die Mikrolage interessant macht. Wir haben hier einige Vergleichszahlen, hier die 127, da kann man also reingehen und noch weiter reinscrollen und gucken, wie viele Wohnungen hier für welchen Preis verkauft wurden. Hier haben wir direkt in der Nachbarschaft eine Wohnung. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann sehe ich hier, da ist ja, ein Mietangebot für 56 Euro den Quadratmeter. Also der Mietpreis liegt hier bei 6 Euro den Quadratmeter. Das Ganze ist von 2015, das Angebot. Also hier wurde eine Wohnung vermietet für 56 Euro. Also für 6 Euro den Quadratmeter. Ist allerdings schon ein paar Jahre alt, das Angebot. Gut 5 Jahre. Mal gucken, was wir hier noch haben. Hier haben wir noch ein Angebot. Klicken wir da auch mal drauf. Oh, da ist sogar noch eins von 4,46 € von 2019. Also der Mietpreis fällt hier offensichtlich sogar in dieser Gegend, diesem Kiez. Gucken wir uns noch eine Vergleichszahl an. Hier sind wir bei 5,92 € von 2018 eine Zahl. Okay, jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt haben wir den Mietpreis gesehen. Also der Mietpreis ist hier angegeben mit roundabout 6,20 € den Quadratmeter. Die Realität ist hier ja, vielleicht eher ein bisschen weniger sogar, also mit Vorsicht zu genießen. Dann schauen wir uns mal an, was Kaufpreise sind hier. So, und da spuckt Homeday aus, also der Durchschnittspreis sind 1600 Euro den Quadratmeter. Auch da zoomen wir mal rein. Schauen wir mal, ob wir hier ein Vergleichs Kaufangebot finden, haben wir jetzt nicht so viel zur Auswahl. Hier in der Nähe ist eins. Das wurde verkauft für 1371, allerdings schon auch 2018. Dann noch ein Vergleichsangebot hier von 2019 für 1408 Euro. Also die Wohnung ist auf jeden Fall teurer als der Marktspiegel, wobei hier jetzt nicht allzu viele Daten verfügbar sind hier auf Homeday. Hier haben wir noch eins von 2015. 81.000 Euro, 23 Euro den Quadratmeter. Das scheint mir falsch zu sein. Okay, also wir haben hier einen Durchschnittspreis von 1.600 Euro den Quadratmeter. Einen Mietpreis von roundabout 6,20 € als ersten Annäherungswert hier in diesem Tool Homeday. Ich nehme immer noch als Vergleich, gehe ich mal in ImmoScout rein. Ja, hier habe ich das schon vorbereitet, die Adresse eingegeben, Jungbrunnenweg 32, Bielefeld-Baumheide,
Wohnung, hier haben wir 20 Treffer. Zimmer ab 30 Quadratmeter, jawohl, Mieten. So, und hier sehen wir schon. Dann nehme ich jetzt mal einen Taschenrechner zur Hand. So, 460 € Gesamtkaltmiete durch 56. Oh, da sind wir bei 8 €. Das ist schon mal eine andere Nummer als von Homeday, von Vonovia. 8 € sind wir hier. Dann haben wir hier Schlehenweg, Baumheide, Bielefeld. Ist angegeben mit 620 € den Quadratmeter. 26 € Gesamt. Rechnen wir uns auch das mal kurz aus. Einfach um ein paar Vergleichszahlen zu haben. Durch 73. Okay, da sind wir auch bei 8 €. Am großen Wiehl 9, Baumheide, 620 €. Okay, 73 Quadratmeter, das ist eine ähnliche Miete. Also wir sind hier in einer anderen Range offensichtlich, also eher so um die 8 €. Baumheide am großen Wiehl, Sanddornweg. Also das sieht eher aus, als ob wir hier uns eher im Bereich 8 bis 8,50 € bewegen. Wir geben noch mal eine Vergleichsadresse ein hier, Schlehenweg. Jetzt total aus dem Kiez sind, aus dem Schlehenweg. Nee, der Schlehenweg ist gleich nebenan. Okay. Gucken wir uns auch dann nochmal an, was Homeday da sagt. Ja, 7,10 €. Also ist immer ganz gut, eine Referenzquelle zu haben. Also Homeday ist hier ein ganz guter Annäherungswert, einfach um die Kiezlage einzuschätzen und das Quartier. Aber hier, wenn wir sehen, auf wirklich realistische Wohnungsangebote sind wir dann doch eher bei 8 € bis 8,50 € hier die Angebote. Es gibt auf jeden Fall einige Angebote hier. Man kann ja Wohnungen mieten in Baumheide. Der Stadtteil, ja, fühlt sich erstmal ganz gut an. Schauen wir uns noch ein Kaufpreisvergleich an, also nachdem wir die Miete in ImmoScout abgeglichen haben mit Homeday, gucken wir uns noch realistische Kaufpreise an. Auch hier Baumheide habe ich hier eingegeben. Wohnung zum Kaufen hier ab ein Zimmer, ab 30 Quadratmeter, 3 Kilometer Umkreis. Da haben wir hier insgesamt 4 Treffer. 375 € für 152 Quadratmeter, 4 Zimmer. Wir haben ein Neubau-Apartment, 149 €, 33 Quadratmeter. Wir haben unsere Wohnung hier, da ist sie drin, 139 € 900 für 66 Quadratmeter. Wir haben dasselbe, 139 € für 47 Quadratmeter Innenstadt, also nochmal teurer. Kuckucksweg, Innenstadt Bielefeld, ja, da sind wir schon raus aus Baumheide. Hier sind wir schon Schildische. 160 € für 60 Quadratmeter. Also der Preis von roundabout 2000 € pro Quadratmeter scheint hier angemessen zu sein. Also Homeday ist auch hier zu niedrig. Die Immobilienpreise haben sich ja anders entwickelt. So, zur konkreten Berechnung schauen wir uns jetzt mal mein Berechnungstool an. Das ist hier das Immocation-Kalkulationscockpit, was ich benutze. Das ist ein super Tool. Klein bisschen Werbung an der Stelle. Also Jungbrunnenweg 32, 66 Quadratmeter haben wir hier. Ein Stellplatz, Kaufpreis 139 €900. Also die Maklerin hat mir zu verstehen gegeben, dass also einige Interessenten in der Wohnung da sind und dass auch Leute bereit wären, noch mehr zu bezahlen. Also am Preis lässt sich wahrscheinlich da nicht mehr viel machen. Gut, müssen wir so akzeptieren. 2000 € 2100 € den Quadratmeter müssen wir berappen für die Wohnung. Dann haben wir die Kaufnebenkosten, 4,76% für Makler. Wir haben die Notarkosten mit ungefähr 1,5% des Kaufpreises, Grundbuchamt 0,5% und wir haben die Grunderwerbsteuer 6,5%. Die sind in Nordrhein-Westfalen auch an der oberen Grenze. Also Kaufnebenkosten nochmal von 18.500 €. So, jetzt kommen wir hier auf die Seite der
Mieteinnahmen, Miete und Rücklagensteuern. Also, wir haben ermittelt, dass wir von einem Mietpreis von 8,50 € pro Quadratmeter kalt ausgehen können. Macht eine Gesamtmiete, eine Kaltmiete von 566 €. Dann haben wir ja Kosten, umlagefähige Kosten, also die Abschreibung, kalkulatorischer Mietausfall, also das, was hier unten noch sozusagen an Kennzahlen eingegeben sind, Wertsteigerung, das würde ich jetzt mal kurz vernachlässigen an der Stelle. Gehen wir in die Spalte Bewirtschaftungskosten. Da haben wir hier einmal die umlagefähigen Kosten und wir haben die nicht umlagefähigen Kosten. Die nicht umlagefähigen Kosten, das ist immer Instandhaltungsrücklagen und Hausverwaltung. Das sind mit 60 € sind mit 60 € angegeben. Wie viel davon für die Eigentümerrücklage ist, konnte ich nicht entnehmen. Ist auch an der Stelle nicht so relevant, weil wir haben die Gesamtsumme 60 €. Dann habe ich eigene Instandhaltungsrücklagen nochmal angegeben von 50 €. Kalkulatorischen Mietausfall. Also das war hier von nicht umlagefähigen Kosten sind von 111 €. Dann haben wir die umlagefähigen Kosten in dieser Tabelle drüber. Da sind wir auch bei 70 €, wobei mir das auch relativ wenig vorkommt. Die Wohnung hat halt eine Elektroheizung, Elektrofußbodenheizung. Also da sind dann nochmal Kosten, die man dann sozusagen für den Mieter auf den Mieter umlegen kann. Da müssen wir nochmal gucken, was tatsächlich an Kosten da anfallen, an Stromkosten, um einfach einen Gesamtpreis zu ermitteln für die Wohnung, der jetzt irgendwie sich für den Mieter noch cool anfühlt. Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Konnte mir auch die Maklerin keine Angaben drüber machen. Also wir haben auf jeden Fall ein Hausgeld von ungefähr 120 €, was ich hier mal angenommen habe. Ich glaube, das ist für die Wohnungsgröße realistisch. Ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist immer drinne. Aber ich glaube, 120 € ist ein ganz guter Wert. So, das war hier mit den umlagefähigen Kosten in dieser Tabelle hier auf eine Gesamtwarmmiete von 636 € kommen. Das könnte man also mit der Wohnung tatsächlich pro Monat erzielen. Schauen wir uns einmal die Finanzierung an. Da haben wir hier diesen Reiter, Finanzierung. Gehen wir mal davon aus, wir finanzieren die Wohnung zu 100%. Kaufnebenkosten tragen wir selber. Dann haben wir hier die Darlehenssumme 139.900 €. Eigenkapital sind die Kaufnebenkosten in Höhe von 18.500 €. Ein Zinssatz von 1,5% und eine Tilgung von 3% würde ich jetzt mal annehmen. Kann man natürlich auch noch ein bisschen gucken und mit der Bank sich ein Angebot holen. Ich denke, da sind durchaus Zinsen von 1%, auch sogar unter 1% heute realistisch. Die Tilgung könnte man natürlich auch bei 2% ansetzen. Wäre auch möglich. Höher geht ja immer. Also ich glaube bis 4,5%, 5%. Irgendwann sagen die Banken, oh nee, verdienen wir zu wenig. Aber 4, 5% kann man natürlich auch tilgen, wenn man will. Ja, also wir haben hier einen Tilgungssatz von Zinsen von 1,5 und Tilgung von 3%, habe ich mal aufgeführt. Das heißt, wir haben einen Kapitaldienst pro Monat von 525 €. Das ist ein ja, leicht positiver Cashflow vor Steuer. Wir haben hier das Jahr der Volltilgung angegeben, 2047. So, das ist die Spalte der Finanzierung. Schauen wir uns mal die Kennzahlen heute an. Also, wir können eine Jahresnetto-Kaltmiete erzielen von 6.792 €. Das ist eine Bruttomietrendite von 4,9%. Faktor 20. Das heißt, wir haben eine Cashflow-Berechnung pro Monat von minus 69 €, also einen negativen Cashflow. Wir zahlen jeden Monat drauf und nach Steuern sogar minus 125 €. Das ist nicht cool. Ich habe eigentlich den Grundsatz, eine Immobilie muss positiven Cashflow haben von Anfang an. Der muss nicht groß sein, aber er muss positiv sein. Gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, um diesen Cashflow, um diese Zahlen noch ein bisschen ins Positive zu drehen? Wir könnten die Küche ausbauen für kleines Geld. 1.500 € neue Küche, neue Fliesen, kleine Küche rein, Elektrogeräte. Könnten wir hier in der Mietberechnung zwischen 30 und 50 € sicherlich draufschlagen.
würde mal 50 € hier veranschlagen pro Monat, geht die Bruttomietrendite hier gleich auf 5,3% hoch. Der Faktor ändert sich auf knapp 19. Cashflow bleibt negativ. Nächste Stellschraube wäre jetzt die Tilgung und den Zinssatz zu reduzieren. Also wenn wir hier einen Zinssatz von 1% raushandeln könnten, eine Tilgung von 2%, dann wird es sofort interessant. Der Cashflow wird positiv, Vorsteuern, Nachsteuern deutlich positiv. Dann wird es also tatsächlich interessant. Für mich ist das jetzt eine Finanzierung, die jetzt zu sehr auf Kante genäht ist. Also ich könnte jetzt mehr Eigenkapital reinschießen, was ich ungern mache. Aber Zinsen und Tilgungen sind hier sehr niedrig angesetzt. Ich will die Wohnung ja immer noch mal abbezahlen und nicht erst hier 2060. Das kann man so machen. Küchenmiete 50 € ist sicherlich auch drinne. Wie gesagt, für mich ist das ganze Projekt ein bisschen zu sehr auf Kante genäht, also zu eng gestrickt mit wenig Luft, um halt einen positiven Cashflow zu generieren. Von daher würde ich eher dazu tendieren, das Angebot abzulehnen, beziehungsweise kein Angebot abzugeben. Ja, trotzdem glaube ich, eine interessante Geschichte, diese Wohnung mal durchzukalkulieren. Ich hoffe, es war was dabei für dich. Wenn du eine Frage hast, gerne in die Kommentare. Die Tools verlinke ich dir unter dem Video. Und ja, dann wir hören, sehen uns nächste Woche zur selben Zeit. Gib mir gerne noch einen Daumen für das Video. Surf Jam, live in a van, dein Volker von Damme, over and out.